Heute mal ein Stromspezial. Uns ist aufgefallen, dass unser Elektrozaun nicht mehr die richtige Kraft hat und an manchen Stellen kaum noch Strom leitet. Ich bin dem mal nachgegangen, vielmehr auf die Suche gegangen, woran das liegen könnte und möchte hier in meinem Video darüber berichten. Es gibt natürlich verschiedene Ursachen, warum der Elektrozaun keinen Strom mehr führt. Die eine kennt ihr mit Sicherheit im Sommer, wenn der Bewuchs um den Zaun zu groß ist und dann vielleicht noch ein Sommergewitter kommt, dass der ganze Strom direkt über das Unkraut abgeleitet wird und so natürlich kaum noch Strom auf dem Zaun ist. Hier bleibt nur eins übrig: mähen, mähen, mähen. Aber das kennt ihr mit Sicherheit zu gut. Das nächste ist eigentlich das pflegliche Umgehen mit dem Zaun. So ist es dann manchmal so, wenn irgendwo der Zaun reißen sollte, dass man einfach mal einen Knoten reinmacht und es auch eine gewisse Zeit lang mit Sicherheit gut funktioniert, aber sich dann irgendwann rächt. Und diese Suche ist natürlich dann ganz katastrophal, weil man den Zaun wirklich komplett mit dem Prüfgerät abgehen muss, um zu sehen, von wo bis wo leitet er noch den Strom. So, jetzt erstmal zunächst zu dem Weidezaunband. Das kennt ihr ja. Gibt es in verschiedenen Dicken, in 4 cm und in 2 cm. Aber vom Prinzip eigentlich immer ähnlich. Das Band besteht zu mindestens 98%, vielleicht auch 99% aus Kunststoff. Und wie wir ja in der Schule gelernt haben, Kunststoff leitet nicht. Deshalb ist man ganz einfach hergegangen und hat hier ganz feine Drähtchen eingewebt, also mit eingewebt, die der eigentliche Strom Träger ist. Das heißt also, wenn das Pferd es wirklich hier die Nase dran steckt, bekommt es natürlich dann den Stromschlag nicht vom Kunststoffband, sondern von diesen eingewebten Metallträtchen. Das ist eigentlich das ganze Prinzip. Und hier ist natürlich dann auch die Schwierigkeit, wenn man jetzt zwei Bänder miteinander verbindet, diese Träthchen, die ja eingearbeitet sind, auf das andere zu übertragen. Und dafür gibt es dann eben speziell diese Verbinder, dass das Ganze dann soweit gewährleistet ist. Ich habe jetzt hier gerade mal noch so einen Zettel von unserem Band, das wir jetzt hier neu gekauft haben. Also hier als Leistungsmerkmal wird angegeben, dass es 3 Jahre vor UV-Strahlung geschützt ist. Also im Sommer, dass es dann nicht poröse wird und reißt. Aber das, wie gesagt, auch nur für 3 Jahre. Deswegen sieht unser Band teilweise wahrscheinlich schon so katastrophal aus. Als nächstes eingearbeitet, und hier gibt es wirklich also auch die Unterschiede zwischen, also die preislichen Unterschiede bei den Bändern. Erstens mal, wie viele von den feinen Drähtchen eingearbeitet sind und aus welchem Material sie sind. Also hier in unserem Fall, in diesem 40 mm Band, sind jetzt 9 0,16 mm Drähtchen drin. Also absolut mini, aber 9 Stück. Es gibt auch teilweise Bänder, wo nur 4 oder 5 drin sind. Und es hat eine Zugkraft, also dass es aushält im Zug von 140 Kilo. Das ist natürlich schon allerhand. Ja, und das sind soweit mal die Merkmale. Und wie schon gesagt, also hier der absolute Klassiker. Ich denke, wird jeder schon mal irgendwo gesehen haben, beziehungsweise auch schon selbst fabriziert haben. Hier dieser klassische Knoten. Hier ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass die Drähtchen sich dann alle verbinden, sehr unwahrscheinlich. Und so wird es dann wohl sein, dass die weiterführenden Drähtchen vielleicht nur noch die Hälfte dann im Endeffekt Strom führen. Hier unten diese Variante mit dem eigentlichen Verbinder ist aber auch nicht besser. Hier sieht man, also der ist komplett zusammengerostet. Und auch nochmal ein Knoten drin. Taugt also auch nicht besonders viel. Und man braucht sich auch nicht unbedingt wundern, dass dann am Schluss kein Strom mehr ankommt. Hier auch nochmal so dieser Verbinder. War eigentlich mal ganz gut gedacht mit Sicherheit. Ist irgendwann mal abgerutscht und das war es dann auch schon. Und hier, dass man es auch noch mal genau sieht, so sieht dann ein Knoten nach einer gewissen Zeit aus. Also durch den Wind eigentlich komplett ausgefranselt. Und am Schluss bleibt dann nur noch so, ja, so ein Gezottel übrig. Also hier an der Stelle wird höchstwahrscheinlich also kaum noch Strom laufen. Auch wie hier zu sehen ist der Übergang des Stroms. Also sprich, hier kommt das Kabel von unserem
Elektrozaun gerät. Und hier geht es in den Zaun über, beziehungsweise wird in den Zaun eingespeist. Sieht man natürlich auch, ist nicht so besonders optimal gelungen. Auch hier wieder dieses Geknote und Geziehe. Hier sieht man natürlich auch, der Zaun hat also schon bessere Zeiten erlebt. Ist hier teilweise auch schon richtig vermoost. Und dann kommt hier die Übergangsstelle von den Griffen. Hier sieht man also auch ganz genau die Korrosion. Sagen wir mal schauen. Die Korrosion an den Griffen. Und hier kann der Strom natürlich nur noch ganz schlecht geleitet werden. Hier fast an jedem Griff das Gleiche. Professor Dr. Nischer. So, jetzt hier an der Stelle sieht man eigentlich die ordnungsgemäßen Übergang des Zaunes. Aber auch hier hat das Material also wirklich schon gelitten. Man sieht also, dieser Verbinder ist eigentlich fast komplett zusammengerostet und mit ihm dann auch der Übergang. Und hier gibt es natürlich die Unterschiede, ob er jetzt dann wirklich nur verzinkten Stahl nimmt als Verbinder oder eben Edelstahl, der dann nicht so schnell rostet. Hier auch nochmal so ein Beispiel. Hier ist er wieder zusammengerutscht und dementsprechend so komisch verschoben. Was auch dazu kommt, ist das Alter des Bandes. Also so ist es zumindest hier bei uns. Wir haben also das Band schon von unserem Vorgänger und bestimmt auch vom Vorvorgänger übernommen. Und man sieht also wirklich auch schon einige Korrosion, obwohl es jetzt nicht direkt Rost ist, aber doch, dass irgendwo erstens mal das Kunststoffband sich so langsam auflöst und natürlich dann auch das darin enthaltene Stromband, das ja ein ganz feines Band nur ist, teilweise schon gerissen ist. Hier an der Stelle sieht man auch noch mal ganz deutlich, wie sich das Band so langsam in Luft auflöst und hier dementsprechend auch die feinen Fädchen natürlich gerissen sind. Also in so einem Fall hilft natürlich nur noch eins. Der Zaun bzw. das Band muss komplett ersetzt werden. Also hier noch irgendwas zu flicken oder zu reparieren, ist meiner Meinung nach also wirklich sinnlos. Also wir haben uns dazu entschieden, also den Zaun komplett neu zu machen. Also sprich, wir werden also komplett das Breitband erneuern. Weiterhin haben wir ein neues Stromgerät gekauft, das noch ein bisschen mehr Bums hat, sodass wir im Sommer dann nicht jeden Grashalm mähen müssen. Und natürlich wird dann auch die Erdung bzw. die kaputten Isolatoren mit erneuert. Und darüber werde ich dann in einem nächsten Video berichten. Ich hoffe, mein kleines Video hat euch gefallen und würde mich natürlich riesig freuen, wenn ihr hier unten einen Kommentar hinterlassen würdet, Anregungen oder was euch noch interessieren würde. Ihr könnt auch meinen Kanal hier oben oder auch hier unten abonnieren, so werdet ihr immer auf dem Laufenden gehalten, wenn es was Neues von mir gibt. Ich wünsche euch eine schöne Pferdezeit. Bis dahin, ciao.